Hallo und herzlich willkommen heute, liebe Krypto-Begeisterten, liebe Krypto-Freunde. Heute geht es um das V-Chain, auch in kurz V genannt Mining. In der heutigen Version des Downloads ist der GPU-Miner für 3 GB dabei und der GPU-Miner ab 4 GB Grafikspeicher und auch der CPU-Miner. Also egal, wie ihr meinen wollt, einfach den Download aus der Beschreibung nutzen. Und entpacken bei euch. Dann könnt ihr einmal öffnen. Da habe ich auch extra beschrieben, wo was drin ist. GPU bis 3 GB, beziehungsweise und alles, was drüber ist, nutzt ihr den. Bei CPU habe ich dann den CPU drin. Ich werde jetzt einfach nur den GPU-Miner hier fix nutzen. Ihr geht auf die Start-VET auf Bearbeiten. Das ist bei jedem Miner gleich, immer das gleiche Prozedere. Dort fügt ihr eure VET-Adresse ein. Wer noch keine VET-Adresse hat, der kann sich gerne einmal die Exodus Wallet runterladen. Die verlinke ich jetzt einmal oben rechts im Video und auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch diese dann einmal rausnehmen aus der Exodus Wallet und fügt diese hier bei eurer VET-Adresse ein. Wenn ihr euch diese einmal eingefügt habt, dann könnt ihr oben auf Speichern gehen, könnt die Datei wieder schließen. Können dann auch schon zu starten mit dem Mining. Das wird bei euch sicherlich auch passieren. Den Phoenix Miner einmal zulassen, damit er in Ruhe minen kann. Wenn ihr überprüfen wollt, wie viel ihr schon verdient habt beim Mining, könnt ihr einmal unminable.com aufmachen. Da sucht ihr euch hier oben in die Währung raus, gebt eure Wallet-ID ein und dann seht ihr, was ihr verdient habt. Ich habe jetzt erst ausgezahlt gehabt. Das ist auch das, was man auf der Wallet sieht. Das ist nicht meine Mining-Wallet. Mal schauen, ob sie das schon einmal aktualisiert. Ich hatte das eben gerade kurz einmal laufen mit dem CPU-Miner, den hatte ich kurz ausgetestet. Wir lassen das einmal laufen und dann, wenn wir gleich Resultate sehen, dann bin ich wieder da. So, nach der Aktualisierung sehen wir jetzt auch, dass er hier am Minen ist. Die kalkulierte Rate ist noch nicht mit drin, aber die kommt dann auch nachher gleich, welche fürs Mining ausschlaggebend ist. Dafür braucht er immer 1, 2 Minuten länger. Aber ihr seht, der Miner funktioniert, ihr könnt damit verdienen. Und nun werden wir uns einmal noch mal in die Wallet begeben. Ich habe ja in einem Video schon die Rewards hier vorgestellt. Und bei den Rewards ist auch der VeChain mit drin. Den habe ich hier auch gleich investiert heute. Bis jetzt ist mein Gewinn so. Wird auch All-Time-Earning heißt, dass er, der ist jetzt nicht so wie bei den Atoms hier, dass man da jetzt anstaken muss. Bei All-Times-Earning ist das zum Beispiel so, dass man das immer direkt auf seine Wallet draufkriegt. Ich habe bisher das hier verdient. Durch mein Invest, das ist da schon mal drauf jetzt. Ja, somit wünsche ich euch jetzt einen guten Verdienst bei den V-Chains und bis zum nächsten Video.